Hallo Pokémon-Fans, der David hier schon wieder und natürlich wieder an meiner Seite der herausragend spielende, total gut Pokémon fangende Turk auf der anderen Seite. Ja, total gut fangende. Hat überwiegend bis jetzt geklappt, sagen wir mal. Gucken wir uns nochmal direkt das Team an. Ganz genau, wir haben jetzt nämlich ein neues Team dazu bekommen. Deswegen sage ich auch übertrieben gut fangende, weil wir haben ein neues Team. Und zwar Pokédex-Nummer, Fragezeichen, 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 haben sie irgendwie alle gefühlt. Mindry. Parasect liebt es übrigens zu essen. Hat die Fähigkeit Sporenwirt und soll demnächst sogar Spore, also Spore, wie heißt die Attacke auf Deutsch? Egal, das was sofort einschläfert, zu 100%. Geile Attacke, damit kann ich meine nächsten Catches... Pilzspore, genau. Kann ich definitiv garantieren. Solange er noch keine anderen coolen Attacken hat, hat er bisher nur Stachelspore, Gift, Puder, Erholung. Damit ich ihm die Möglichkeit gebe, seinen Sporenwirt auch noch öfters auszubaden und dann halt neue KP zu gewinnen. Die Zornklinge für alle Fälle, you never know. Und ja, das restliche Team. Hohen physischen Angriff. Mega hoch, oder? Der ist stärker als meine anderen. Das ist echt heftig. Und seine Defense und Verteidigung ist wirklich nicht zu vernachlässigen. So, da so viel zu auf jeden Fall zu meinem Try. Dann haben wir halt noch den Lesser mit Aquavel und Aeroass, was im Moment mit Schafklaue extrem gut funktioniert. Wir haben Burger King mit Gift-Heap Zerschneider, dem unglaublichen Zerschneider, Doppelkick und dem Furienschlag und einem Schafzahn, was ähnlich ist wie eine Surfscope. Surfscope war das falsche Wort. Scopelands. Und dann haben wir noch mein lautneues, war ein entwickeltes mit Flügelschlag, Rückkehr, Ruckzuckhieb und Notsituation und seit neuestem sogar ein Münzamulett für alle möglichen Gegner, die jetzt kommen. Jetzt kommt wahrscheinlich sogar Team Plasma. Das schwarze Plasma. Und die sind ja alle underlevelt, das heißt, da können wir ordentlich Geld farmen. Was ist mit deinem Team los? Bei mir der Starter-Praktikant mit der Flinkklaue ausgestattet. Ich kann ein bisschen was zu Attacken sagen, sorry. Hat jetzt den Zertrümmerer bekommen, hat einen Steinwurf und einen Fußkick. Das heißt, wenn ich da mal irgendwas Schweres, Großes habe, was ich ein bisschen treten kann, mache ich das auf jeden Fall. sonst hat es noch einen Silberblick, um vielleicht noch Defense zu senken, falls irgendwer so clever ist und Erholung macht und in einem Kampf gegen mich schläft. Ganz genau. Dann haben wir noch Royal aus Casino Royale, ein bisschen Glücksspiel, was er wird. Ich favorisiere ja zwei Pokémon, und zwar Glaciola und Psyana. Mal sehen, was wird. Deswegen ist so ein bisschen Münzwurf, sage ich mal. Ja, da ich natürlich, um Psyana zu entwickeln, kann eine gute Freundschaft aufbauen muss, habe ich Evoli direkt mal Rückkehr gegeben. Der Schaden wird ja immer größer, desto mehr das Pokémon mich mag. Deswegen ist das eigentlich eine super passende Attacke. Definitiv. Hab zudem noch einen Ruckzuckhieb bis unten Sandwirbel. Im Moment noch ausgestattet mit dem EP-Teiler, weil er so ein bisschen ein Pokémon ist, das man hinter sich herzieht. Aus wilden Kämpfen kann ich mit ihm super fliehen, weil er noch die Fähigkeit Angsthase hat. Super viel erzählt zu Royal. Gut. Ja, du kannst dich gerne kürzer fassen. ja, 10kKM mit dem Münzamulett, lernt nicht viele neue Attacken, ihr kennt Feuerzahn und Biss und hat Bedroher. Kurz gefasst. Sehr gut. Der Neuzugang ist das Rattan Backstab. Mit dem Giftschleim ist bei ihm die Überreste heilt, also jedes Mal, wenn er dran war, hat einen Giftschock, einen Giftstachel und einen Biss. Das heißt, Giftschock und Giftstachel kombiniert ist gar nicht mehr schlecht. Zur Paralyse habe ich noch den Giftblick. Eigentlich ziemlich geil. Last but not least will ich noch kurz mein VM-Pokémon erwähnen. Ich habe kein Pokémon, das Zerschneider lernen kann, daher zum Billy Cup drin. Muss ich nicht viel zu sagen, hat Zerschneider. So. Ja. Alright. Ich packe jetzt noch kurz Anni nach vorne, damit das Münzamulett vorne ist. Das stimmt. Das sollte ich auch tun. Level, das ist nicht so klar. Ja, mein Loud Noise ist auf Level 21, das heißt, ich muss definitiv die Items tauschen. Ich werde Lesser mit dem Münzamulett ausstatten. Ja, statten sagt man. Schutzband, da. Mal gucken, was wir da so haben. Scopelands habe ich auch noch. Mann, haben wie viele Sachen. So, Münzamulett. Dann kriegt er noch die Schafklaue. Einmal frei und getauscht. Die Grenze ist 22, 23? Ja, ihr seht es oben eingeblendet. 23. Das heißt, wir haben tatsächlich nicht so viel Möglichkeiten mehr zum Upleveln. Aber, soweit ich weiß, ist hier in der Kanalisation... Das heißt, soweit ich weiß, aber es ist eine neue Gegend. Die Chance, dass hier auch ein anderes Pokémon auf uns wartet in einer Kanalisation, ist relativ hoch. Deswegen...
Ja, haben wir an Beutel. Also ich habe alles mögliche. Ich habe Heilbälle, Flottbälle. Also an sich habe ich alles da, was man braucht. So, wollen wir einfach mal reingehen und gucken, was uns für ein Pokémon erwartet, bevor wir da zu weit reinlaufen? Ja. Na dann. Da ist Kauli. Da ist Kauli und der will bestimmt kämpfen. Oh, du bist schon reingelaufen? Ja. Der sagt, wir müssen stärker werden. Na toll. Allein wird es schwer für mich, gegen diese Leute anzukommen. Also will er jetzt einen Kampf machen, damit er sieht, wie stark er ist. Er hält uns. Meinst du? Bist du bereit? Nee, und jetzt will er kämpfen. Sag ich doch, er will kämpfen. Mach mal nein, weil dann können wir nämlich noch unser nächstes Pokémon. Jetzt habe ich schon Ja gemacht. Oh nein! Machen wir uns auf die Suche. Ah nee, wir müssen uns auf die Suche machen. Oh Gott sei Dank. Er will gar nicht kämpfen. Er will gar nicht kämpfen. Dann ist alles gut. Puh! Meine Fresse. Ey, wir müssen echt gucken, dass wir nicht überleveln, ne? Okay, ich hab meinen Encounter. Und es ist ein. Ach, man kann immer noch. Es ist ein Doppel-Encounter. Und ich habe eine Igelava dabei. Wie geil! Das ist ja mega. Das ist mega geil. Okay, hoffentlich hast du auch einen Doppel-Encounter. Igelava, mega geil. Oh nein! Er hat Electek und er kann mein Igelava töten. Ich muss sein Pokémon zuerst umbringen. Jetzt mal ohne Scheiße. Ich habe keine Wahl. Uff! Ein Klingel und ein Draschel. Meine Fresse, geil, ein Draschel. Mega geil. Mega, mega geil. Okay. Wie lösen wir die Situation jetzt? Am liebsten würde ich Electek umbringen. Er hat drei Pokémon. Er hat zwei, glaube ich. Ich habe drei Pokémon und das ist hier zu sehen, dass insgesamt nur fünf Pokémon da sind. Das heißt, er hat zwei Pokémon. Wenn ich diese beide umbringe, kann ich in aller Ruhe, kann ich dann meinen Igelava fangen. Und er hat nur Krakeelo, also du kannst mit dem Fußkick direkt drauf. Ich muss irgendwie gucken, dass ich den hier loswerde. Ich habe Angst, dass ich jetzt hier mit einem Pokémon gegen zwei Pokémon kämpfe. Das ist ja auch Mist. Das ist auch Mist, ja. Oh Mann, aber du kannst erst einen Pokéball werfen, wenn ein Pokémon weg ist. Und dann macht er es vielleicht schon kaputt mit seinem Vieh. Oh, ist das Mist. Oh, das ist echt abgefahren gerade. Ich habe eine Idee. Ich mache erstmal Aquawelle auf Electek, weil dann schlägt er sich vielleicht vor Verwirrung selber und ich muss jetzt nicht die ganze Zeit auf ihn raufballern. Oh, ist das. Ich mache meinen Zertrümmer rauf, Kilo. Ja. Er macht sehr gut. Druck zu Keep it auf Electek. Super. Ja, er hat. Ja, sehr gut. Okay. Nagelot ist fast tot. Aquawelle auf Electek. Oh mein Gott, ey. Was ist das für ein Kampf? Nein, das war richtig, richtig schwach. Oh, er hat Raschel gekillt, der Penner. Ich hab's so gewusst, ne? Ich hab's so gewusst. Und was hast du da, Klingplim? Was ist das denn für ein Quatsch? Kann sich das noch entwickeln in irgendwas, war das Palimpalim oder so? Palimpalim. Ja. Oh, Mist, ey. Das war so klar. Ey, das war so klar. Man kann sehr ehrlich so einen Piss, ey. Electek, du stirbst jetzt. Nagelotz macht Scanner, das ist okay. Okay, er hat Schockwelle gemacht. Komm. Mann, ist das dumm, ey. Wie er Draschel umbringt. Sehr gut, er ist verwirrt. Oh, ja, toll. Der wird jetzt nochmal als erster angreifen, dann Klingklim killen. Scheiße. Ist das ätzend. Ich werde das neu. Habe ich die Flinkklaue auf ihm? Ich habe das Münzamulett auf ihm. Ach, Mist. Oh, vielleicht macht er mal nicht Aufruhr. Er muss ja nicht nur übertreiben immer. Er muss ja nicht nur übertreiben, stimmt. Okay, er hat sich selbst gehauen und ich mach der Aufruhr. Auf. Oh. Wow. Das ist keine Konfusion. Macht Sinn. Nicht schlecht. Okay, vielleicht solltest du jetzt die Situation am Schopfe greifen. Wow! Und dein Pokémon tauschen und dann einen Ball draufschmeißen. Was ist hier los, ey? Wahnsinn. Eine Konfusion hat so viel abgezogen. Oh Gott, hätte ich gerade Angst. Was machst denn du gerade? Ich hab, das ist noch der Zug, der gemacht wurde hier, die ganze Zeit. Ach so. Da steckt ja noch ein Geradax rein. Ich wollte das Krakeelo raushaben.
Alles klar, alles klar. Boah, ich dachte gerade, du hast jetzt schon den nächsten Angriff eingeläutet. Okay, gut, dann mache ich jetzt. Wenn der Fang jetzt nicht hinhaut. Dann macht er. Ja, aber der muss jetzt hinhauen. Was willst du jetzt machen? Wenn Geradax vor dir angreift, dann ist er tot. Ja. Und wenn ich das nicht gefangen kriege, dann greift mich das Ding an und unsere Starter sind raus. Und dann tötet Geradax trotzdem das Klingklim. Scheiße. Ist Geradax schneller als Klingklim? Wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Oh, ist das eine ätzende Situation, Alter. Oh, das ist so eine ätzende Situation. Ey, ich fange ihn jetzt nicht, sondern mach du erstmal deinen Zug. Tausch die Pokémon oder heile oder irgendwie sowas. Wobei tauschen mehr Sinn macht. Und wenn ich tausche, dann tötet Geradax Klingklim. Vielleicht, ja. Vielleicht macht Klingklim auch Scanner oder so und dann hast du vielleicht doch noch Glück. Ja, aber du kannst auch keinen Pokéball werfen, weil du hast gerade gesehen, was die Konfusion anrichtet. Ja. Oh, Dreck, ey. Ich sehe den jetzt für Klingklim töten. Ja, ich sehe es auch. Aber ey, was sollen wir machen? Was sollen wir machen, mal ganz ehrlich jetzt? Wir haben keine andere Wahl. Oh Gott, come on. Oh, come on. Ist das ätzend, die Situation. Mach nur Silberblick oder sowas, komm. Mach nur Silberblick. Ist eine gute Idee. Gut, Silberblick ist eine gute Idee. Komm schon. Sandwirbel, oh. Super. Okay, jetzt macht er aber hoffentlich nicht Explosion oder so. Nee, der würde jetzt eine Konfusion wieder machen. Weil er gesehen hat, wie sie nicht. Machen Heuler. Oder Heuler. Super. Okay, was packst du jetzt für einen Ball drauf? Du hast bestimmt auch Timerbälle. Der Kampf geht schon recht lange. Vielleicht macht ein Timerball sogar Sinn. Nee, ich glaube erst nach 5 oder 6 Runden macht der. 5 oder 10. Irgendwie sowas war das. Okay, macht der Sinn. Okay. Na gut, dann werde ich auch nur einen Superball drauf feuern. Was habe ich denn noch? Ein Timerball, ein Pokéball und ein Superball. Ich werfe einen Superball und hoffe. Come on. 1. Ausgebrochen. Mist. Okay. Electek ist verwirrt und schlägt sich vor Verwirrung selber. Das ging alles gut. Er ist tot. Hoffentlich schickt er jetzt kein Wasser-Pokémon ein, was irgendwie im Vorteil ist. Ich hab Klingklim. Du hast Klingklim. Okay. Mamolita, das gibt's doch nicht. Natürlich ein Wasser-Pokémon. Ah, was mache ich jetzt? Ich müsste Mamoli da töten. Aber mit Level 19 geht das nicht so fix. Was ist das für ein Kampf, Mann? Was soll ich tun? Ey, das wäre viel leichter gewesen, jetzt irgendwas zu fangen, wenn da kein Idiot mit dabei ist. Ja. Oh, Mann, ich hätte auf der Treppe bleiben sollen und da hin und her rennen. Ja, das wäre eine richtig gute Idee gewesen. Scheiße. Aber vielleicht wären Pokémon erst aktiv geworden, sobald du runtergegangen wärst. Also ist sowieso wurscht. Ich mach jetzt noch einen Ball drauf, weil wenn der jetzt irgendwie eine Aqua irgendwas scheiße macht, dann ist er eh raus mit Level 14. Ja. Ich muss einfach nur Glück haben. 2, 3. Ja! Oh Gott! Ach. Mann, war das eine Scheiße! Puh! Ey! Meine Güte! Was machen die denn mit uns? War das Hardcore, ey. Du hast ein Glöckchen und ich habe einen Vulkan. Es bedroht seine Gegner mit der Hitze seiner Flammen. Es ist kampfbereit, lodern sie stärker. In seinem Maul befindet sich eine Kugel, die beim Hopsen ein klingelndes Geräusch erzeugt. Okay. Nenn ihn Hopsi. Ich würde ihn gern Tinkerbell nennen. Tinkerbell? Weil es ein Glöckchen ist. Dann nenne ich meinen Peter Pan. Oder Peter Vulkan. Peter Vulkan. Pete Vulkan. Na, das ist doch ein Name. Wie schreibt man Pete? Wie schreibt man Pete? Mit P-E-T? P-E-E? E-E-E? E-E-E gemacht. P-E-T. Achso, du hast recht. Nee, das geht nicht. Ich muss das hier akkurat machen. Pete Vulcan. Tinkerbell. Jetzt habe ich ein männliches Pokémon namens Tinkerbell. Gut. Mein Evoli entwickelt sich.
Nein! Oh nein, du hast jetzt... Warte mal. Was wird denn das jetzt? Wird das ein Psyana, weil du, weil es eigentlich Tageslicht ist? Oder wird es nach Tara, weil du im Untergrund bist und keine Sonne scheint? Risky. Jetzt habe ich aber natürlich auch ein Psycho-Pokémon. Jetzt hast du ein Psycho-Pokémon. Wenn ich jetzt ein Licht-Pokémon bekomme, wäre auch nicht so schlimm. Wäre auch nicht so schlimm. Ja. Ja, zieh durch. Ist doch egal. Komm. Mach irgendwas. Ich glaube, das orientiert sich an der Tageszeit. Das müsste Psyana werden. Das denke oder. Ich auch. Oder das wird jetzt ein Gift-Pokémon, weil wir in der Konstellation sind. Ja, voll. Psyana. Yes. Aber ist ja mal voll doof, Mann. Jetzt haben wir jetzt hast du zwei Psycho-Pokémon im Team. Ja. Aber ist jetzt so. Ich bin trotzdem glücklich, dass ich jetzt Psyana. Ja, mega. Psyana ist total Hammer. Vor allem, der lernt ja richtig aber dann kann schnell ich Psychokinese, ne? Definitiv. Der braucht das nicht mehr. Okay, Petwalken. Oh, Wahnsinn. Das war gerade ein Kampf, ey. Mistding. Und was mich jetzt interessiert. Kann es jetzt Zerschneider lernen? Ja, das wäre wirklich interessant. Aber ich glaube. Würde mich jetzt ein bisschen nerven? Ich gucke trotzdem nach. Ich hoffe nicht. Ja. Ich hoffe nicht. Kannst du nicht. Also ich nehme jetzt von 3, nehme ich jetzt. Der kann. Oh kann Gott, ja. Ah, es ist ätzend. Ja, dann musst du jetzt leider. Dann musst du jetzt leider tauschen. Wo haben wir den? Mann, war das ein Kampf, ey. Belastung pur. Ich muss mal gucken, was ich... Soll ich da mal Biss wegnehmen? Ja. Was will er mit Unlicht? Höchstens, wenn ich gegen Geister kämpfe, aber naja. Dann wechsle ich halt zu Arcani, der macht auch Biss. Dann wechselst du halt, ganz genau. Okay, ja, also mit Petwalken kann ich im Moment noch nicht viel anfangen. Also mal gucken, was daraus noch wird. Aber erstmal ein Starter ist schon geil. Ja, Johto Starter, mega geil. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Tinkerbell, was kannst denn so? Ich werde schon mal vorlaufen und werde mir... was angucken. Schwebe auf jeden Fall. Volle Immunität gegen Bodenattacken hat der. Das ist geil. Da steht eine Stauner, Konfusion, Aufruhr. Aufruhr mit einer 90er Stärke. Boah. Deswegen war das so heftig. Ja, das macht Sinn. Bei dem Krakelo. Hä? Und dann auch noch okay, so mega hoher Spezialangriff. Okay, das ist geil, das Vieh. Drückt erstmal einen EP-Teiler, ne? Oh krass, hier kommen erstmal zwei Magmas auf mich zu. Das wäre natürlich auch geil gewesen. Ah, ja, ich komme da gar nicht gleich mit den Einstellungen. Ich werde die ganze Zeit gucken. Ja, Entschuldigung. So, er macht auf jeden Fall Sternschauer, trifft damit beide Pokémon. Das ist natürlich geil gegen so Doppel. Okay. Also alle hier sind so 16, 17 bilden. Ja. Das ist auch ziemlich heftig. Gibt auf jeden Fall... Ja, es gibt auf jeden Fall so einen Typen, so ich sag's jetzt zum dritten Mal, der fragt, ob ich ihm seine Sache wiederbringen kann, was auch immer er da verloren hat. Petwalken erreicht Level 15. Ja, also der Itemradar sagt im Moment noch gar nichts. Ah, jetzt, so langsam. Oh, da ist ein Trainer. Okay, zum Putzen braucht man Energie. Putzen ist mein Training. Na dann, viel Spaß beim Putzen mal lieber. Boah, sein Grinsen, ey, voll gruselig. So, der hat einen Maske Regen. Das ist hervorragend. Oh, ganz, wie ganz sich die kleinen Flügel bewegen. Garados. Uiuiui. Und so eine komische Fledermaus. Die ist wahrscheinlich Psychoflug oder sowas. Ich überlege, ob ich einfach wieder fliehe. Okay. Ja, jetzt hast du keinen Angsthase mehr. Das ist halt doof, ne? Ah, vor allem mit Flug-Pokémon auch noch hier. Ah, das ist doch kacke. Ja, beide Flug. Übel. Gar nicht gut. Wir hätten jetzt schon fast unseren Starter wieder verloren.
So, kann ich jetzt Flucht machen? Ich hoffe, ich komme weg, ey. Komm. Auweia. Auweia. Flucht gescheitert, natürlich. Natürlich. Herzstempel, was ist Herzstempel? Keine Ahnung. Oh nein, bitte nicht auf Praktikant. Sehr gut. Okay, er macht jetzt die ganze Zeit Fuchtler, aber es ist die Frage, auf was? Also jetzt immer auf Krakelo oder auch ab und zu mal auf jemand anderen? Nidus mit Voltilam. Krass. Okay, ich schick Arcani rein. Ja, das geht nicht anders. Ich glaube, das solltest du ab jetzt immer machen. Aber nicht, dass der dann kommt mit Hydropumpe oder so ein Quatsch, ne? Ja, der macht jetzt erstmal noch Fuchtler weiter. Stimmt, stimmt. Und jetzt kann ich auch einen Brüller machen einfach. Ja, stimmt, dann hat sich die Sache auch erledigt. Okay, jetzt rennen dann beide weg oder noch einer? Bronze. Ach, dann sind beide weg. Würde ich auch sagen, so wie der brüllt. Dauert voll lange. So wie der brüllt, da fliegen gleich beide. Ey. Stoß, also ja. Die Kanalisation geht mir ein bisschen auf den Sack, ne? Boah, Volltreffer. Fuchtler. Scheiße. Ey. Und jetzt ist der. Jetzt, die Flucht ist. Oh. Jetzt ist der. Meine Güte, ey. Jetzt ist auch der Fuchtler vorbei bei ihm. Ja. Oh, weia. Oh, vielleicht macht es mehr Sinn jetzt, das Vieh irgendwie kaputt zu machen oder sowas. Ja. Was kann denn Garados auf Level 14? Ich muss kurz mal nachgucken. Ich habe jetzt Angst, dass der hier irgendwie mit irgendeiner heftigen Wasserattacke oder irgendwas kommt. Ja, vollkommen klar, vollkommen klar. Ey, lass dich aus. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ein random Fight jetzt gerade. Oh Mann, ey. Jetzt hätte ich gern ein Pokémon mit Angsthase. Ja, ich auch. Ist ja nicht so, dass ich vor einer Minute noch eins hatte. Ja, das ist richtig. Der kann nur Fuchtler. Der kann nur Fuchtler auf dem Level. Ich lernt er bis auf Level 23 lernt er Drachenwut. Na Gott sei Dank ist er mit Level 23. Ist aber nachdem er mir bei ihm schon mal reingeknallt hat, bin ich schneller als er. Mit Brüller nicht. Also Brüller nicht. Ist ja die. Brüller kommt nämlich als zweites immer. Ja, dann heile ich ihn jetzt erstmal. Das kann doch nicht sein hier. Irgend so ein Nebenbeikampf und ich muss jetzt tief in die Trickkiste gerade. Das ist echt übel, ey. Was hier alles passiert, Mann. Aber dass jetzt diese ganzen wilden Pokémon kommen, finde ich irgendwie nicht so cool, ne? Also bei dir wird es gleich noch kritischer an sich. Finsterstein habe ich gefunden. Ist das sowas wie ein Mondstein? Kann ich damit mein Nidorino entwickeln? Dann wird's wahrscheinlich einem, nicht. Da wird es zu einem Dark Nidoking. So wie, Ein Despotar. Es wird ein Despotar einfach mal. So völlig sinnbefreit. Nidoqueen bei dir. Ja, mega cool. So, wo wir gerade von Despotar reden. Was sagst du da? Mein Mann ist doch kein Despotar. So, soll ich jetzt einfach dieses Garados platt machen? Ich mach jetzt einen Biss drauf und dann. Dann ist das weg. Das ist halt irgendwie auch sinnlos. Auf jeden Fall. Ja. Yes! Krass, aber der Fuchtler war mega heftig dafür, dass der erst auf Level 14 ist. Ja. Wahnsinn. Das wäre eine geile Kombi gewesen. Garados und Igelava, das wäre Hammer gewesen. Ja. Aber der heilt uns jedes Mal nach dem Kampf, oder? Kann das sein? Das ist auf jeden Fall geil. Was der alles kann. Piet Walken ist schon auf Level 18. Okay. Oh, ey, diese ganzen Pokémon-Kämpfe gehen mir gerade megamäßig auf den Sack. Ich glaube, ich mache jetzt einen Schutz gleich, weil das oh, ich sehe hier gerade zwei Plasma-Typis. Ach, du bist jetzt in die richtige Richtung gegangen. Alles klar. Dann... Da liegt ein Item. Ach, hier. Flottstaub. Aha. Jetzt machst du nochmal Flottstaub. Wo bist du nun lang gegangen? Die von den ersten Deck, die du lang läufst, die obere Treppe habe ich genommen. Die obere Treppe,
Ja gut, weil das sollten wir vielleicht zuerst tun, weil dann entwickelt sich in der Folge wenigstens noch irgendwas und wir haben nicht nur einen Pokémon-Kampf gehabt. Ja, was denn? Ist doch so, ja. Wir sind stark genug für die auf jeden Fall. Die erste Treppe hoch, sagst du? Ja. Hoch. Da muss ich mal gucken, wo das jetzt ist. Ich habe nämlich keine Treppe gesehen. Ja, du kommst ja das allererste, wo du da unten bist, also da, wo wir den Bill Cowley treffen. Läufst erstmal eine Treppe runter, dann nach links, dann habe ich die obere Treppe davon genommen. Ah, jetzt sehe ich es auch gerade wieder, ja. Verstehe. Verstehe. Na, ja. Ist doch schön. Was denn? Ich wollte mich da so ein bisschen anschleichen und jetzt auf einmal bin ich schon mitten im Gespräch. Hey! Team Plasma fragt, was wollt ihr? Team Plasma, ihr elenden Halunken. Wie bitte? Behandle uns nicht, als wären wir die Bösen. Wir wollen alle Pokémon befreien. Stellt euch uns nicht in den Weg. Na, halt den Mund! Halt den Mund! Die Pokémon befreien von wegen. Ihr seid weiter als Pokémon-Diebe. Außerdem benutzt ihr die gestohlenen Pokémon wie Werkzeuge. Dün, dün, dün. Wie gemein die zueinander sind. Die lange kein Dauer. Klappe. Und jetzt wollen die auch noch einen Clown-Fossil gefunden. Ich habe ein Clown-Fossil gefunden. Oh, das ist natürlich auch geil. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das aber funktioniert am Ende, ne? Genau. Meinst du? Ich denke schon. Das ist schon stark. Also wenn wir zwei Fossile haben und sie an einem Ort quasi ausbrüten können, oder wie auch immer man das am Ende sagt, wo eine neue Ebene ist, dann können wir ja theoretisch zwei neue Viecher bekommen. Du hast erstmal ein Starking. Ach du Scheiße. Aber du hast doch noch Dings. Oh, feier, also meine Typenkombination ist echt der Hammer. Also ich mache Aquavelle auf Grill Cheetah und Electek macht am besten irgendwas auf Flagmon. Ach, aber der also Bedroher von Arcani senkt das bei den Angriff. Ist das nicht toll? Yes, so muss das laufen. So, Lesser wird Level 21 und will Downen Reigen erlernen. Was war das denn nochmal? Damit senkt man. Zieht ihn down und senkt diesen Angriff stark. Ah, nee, Angriff. Man senkt den Angriff stark. Das ist natürlich schon geil. So, ich weiß mal, das Polycon raus. Ich glaube, ich lass. Ich mach Rückkehr weg, weil ich kann es jederzeit wieder beibringen. Ja. Schockwelle, geil. Ist das super. Patsch. Und Flagmon tot. So muss das. So, oh, schön den Kratz. Jedo. So muss das. War aber ein Volltreffer. Genau. Heftig. Ich hab mich gerade gewundert, wieso macht denn das so viel Schaden? Ja. Boah. Ja. Weil nicht mal so, dass die Schlitzer oder irgendwas war. Echt mal. Die sind schon ganz schön stark, aber was soll's. Wir haben die Pokémon, die wir brauchen. Wir ziehen uns zurück. Und wieso halten wir sie nicht auf, wenn sie gerade Pokémon geklaut haben? So, jetzt. Gut, ich habe jetzt Arcane ein bisschen überschaut. Fragezeichen. Weil ich dachte, dass der jede Runde angreift. Aber das ist noch so ein bisschen vorgeprägt von dem Randomizer, den wir gespielt haben, mal. Ja, stimmt. Ja. Ah, wir haben VM Stärke bekommen. Ach, das ist geil. Das ist geil. Das Problem ist nur, ich muss das jetzt sofort jemandem beibringen. Oh, ich weiß schon, und da kommt schon wieder jemand. So, du hast dich gegen Team Plasma ausgezeichnet geschlagen. Und wie du die Kräfte deiner Pokémon freigesetzt hast, ausgezeichnet, wirklich wunderbar und sehr aufschlussreich. Jetzt wird mir einiges klar. Und er geht einfach weg. Es kommen ständig Leute aus der Dunkelheit und verschwinden einfach. Also das ist das nochmal ein Spiel hier. Wer war das? Naja, egal. Was hast du jetzt vor? Du kannst hier bleiben und deine Pokémon trainieren, aber du kannst auch mal in die Arena kommen und mich herausfordern. Also dann, man sieht sich. Na, so, Tobi Floppy. Okay, dann gucke ich mal wirklich tatsächlich, ja, ob ich jemandem Stärke beibringen kann. Mit einer Stärke von 80 ist natürlich schon geil. Burger King kann es lernen und Pete Vulcan. Ich bringe es Pete Vulcan bei, weil er kann Silberblick, Rauchwolke, Glut und Ruckzuck Hieb. Also ich glaube, lieber Rauchwolke behalten als Silberblick, richtig? Ja, würde ich auch machen. Ja, das heißt, er hat jetzt auch noch Stärke. Hervorragend. Pete. Also bei Pete ist dann eher ausgeprägt. Spezialangriff oder normaler Angriff? Oh, man kann da auch durchlaufen. Ich zeig's dir. Ich zeige es dir. Pete Vulcan, Bericht. Sein Angriff ist
schwächer als sein Spezialangriff. Okay. Aber auch nicht viel schwächer. Und seine Initiative ist besonders gut. Ich mag ja Pokémon, die stark und schnell sind, ne? Also hier geht's auf jeden Fall noch weiter. Hier oben, da ist so ein kleiner Tunnel. Aber es ist keine neue Ebene. Also es ist trotzdem immer noch das Gleiche. Ja. Na denn. Ja. Und dann gucke ich jetzt mal, wem ich Stärke beibringe. Aber höchstwahrscheinlich werde ich dann meinem hier Kraftprotzviech geben. Ja, macht Sinn. Gab es denn schon irgendwas, wo wir Stärke einsetzen mussten? Achso, wenn wir Richtung Norden den Weg weiter wollten. Dann den Tunnel. Stimmt. Aber können wir wahrscheinlich auch erst einsetzen, wenn wir den Arena-Leiter besiegt haben. Ja. Oh, bei mir können es 3 Pokémon lernen. Praktikant, 10KKM und Backstab. Aha. Nur die beiden Psycho-Pokémon können es nicht. Yes. Ja, das passt ja. Das passt ja ganz gut. Ja, da machst du jetzt den... Ja, mach den Steinwurf weg. Das macht schon Sinn. Ja. Ja, machen wir weg, komm. Passt. Ja, Stärke von 50. Was willst du damit? Genauigkeit von 90. Also dann willst du mal Steinwurf einsetzen und dann geht's auch noch daneben oder sowas, ja? Also dann passiert halt auch nur Mist. Und das braucht ja auch kein Schwein. Super. Okay. Mein Lieber, dann haben wir... So gut wie gar nichts geschafft. Unser erster Kampf hat so viel gemacht mit uns. Dieses, oh Gott, jetzt habe ich noch jemanden, der vielleicht mein Pokémon kaputt macht, was ich jetzt fangen will. Das ist natürlich wieder eine neue Herausforderung gewesen. Aber wir haben auf jeden Fall wieder ein schönes Team gebaut. Mal gucken, was Klingplim noch so alles kann und was er so alles lernt. Und ja, Igelava ist natürlich der allergrößte Mist, ne? Also yes, da freue ich mich sehr. Und ja, Psyana. Geil. Psyana. Ja, Hammer. Entwicklung. Sehr, sehr cool. Jetzt brauche ich nur noch einen blöden Mondstein und dann haben wir auch ein voll entwickeltes Team. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Gut, mal gucken, was in der nächsten Folge passiert. Wahrscheinlich machen wir den Arena-Leiter platt und kommen mit Stärke endlich mal den nächsten Weg entlang. Wir werden sehen. Jo, ich bin auch gespannt. Lass uns überraschen. Bis demnächst. Ciao. Bis dann. Tschüss.